So, ich bin schon wieder auf einer Autobahnbrücke drauf, wo die ganzen Autos und Fahrzeuge hier rumfahren. Und ich muss euch auf jeden Fall sagen, dass ich hier definitiv nicht lange drauf sein kann. Weil diese Autos und andere Fahrzeuge, die verbreiten Krankheiten. Und mit diesen Krankheiten ist wirklich nicht zu spaßen. Weil ich habe schon sehr oft Leichen gesehen auf der Straße rumliegen. Und genau diese Krankheiten verursacht haben. Jetzt zum Beispiel Säugetiere oder so. Oder Insekten und andere Tiere. Ja, also Lebewesen, richtige Lebewesen, die hier verunglückt sind durch diese Krankheiten, die diese Autos verursachen. Und habt ihr euch schon gefragt, warum hier unten, wo die Autos langfahren, keine Pflanzen und Bäume ranwachsen? Die Verursacher sind nur diese Autos, die diese Krankheiten verursacht haben. Genau, die haben die ganzen Pflanzen verpestet und das ist hier alles ausgerottet. Und genau. Das ist voll scheiße. Oh, ich muss hier weg, weil hier kommen immer mehr und mehr Autos. Die verursachen sehr viele Krankheiten. Ich hoffe, dass ich nicht danach irgendwie an so einer Verseuchung sterbe. Ich bin ein Aluhutträger. Ich bin in Nennendorf angekommen und ich werde hier meinen Kopf durchschieben, durch diese Ortschaft durch. Ich weiß zwar nicht, wozu das gut ist, meinen Kopf da durchzuschieben, aber ich mach das. Weil ich bin in Nennendorf, ich muss da meinen Kopf durchschieben. Das wird gleich so richtig gemacht. Also dieser Kopf hier. Da sind zu viele Haare drauf, ich muss es rasieren. Und ich werde hier von Motorrädern belästigt. Ja genau, der Grund, warum ich meinen Kopf durch Nennendorf durchschieben muss, ist dieser Heidschnuckenweg, der mich da durchführt. Deswegen muss ich meinen Kopf durch Nennendorf durchschieben. Ich werde jetzt durch diesen Tunnel durchlaufen. Dieser Tunnel, der führt direkt unter dieser Autobahn durch, also da, wo diese ganzen Autos ihre Krankheiten ablassen und die ganzen, wie heißt das Ding nochmal, die ganzen Pflanzen und Bäume und sowas kaputt gemacht haben, dass da gar nichts mehr wächst und so viele Opfer fallen gelassen hat an Lebewesen. Ja, genau. Also da muss ich drunter durchlaufen. So, ich bin gerade durch diesen Tunnel unten durchgelaufen und ich hoffe, dass ich die nächsten Tage nicht krank werde und umfall und so. Weil sonst könntet ihr das Video nicht sehen. Guck mal, verschimmelter Pferd gefunden. Ich weiß zwar nicht, ob die wirklich Schimmel heißen, aber genau, ich glaube schon. Ja, hier Gras und sowas isst. Und da vorne ist noch so ein verschimmelter Pferd, der Gras frisst. Guck mal, und hier vorne sind noch mehr Pferde, die aber nicht verschimmelt sind, aber dafür Farbe Durchfall haben. Und die essen kein Gras, sondern getrocknetes Gras. Das finde ich cool, dass ich euch das gezeigt habe. Das ist ganz wichtig für ihr. Oh, die machen sogar Geräusche. Leute, ich komme gerade von dort unten und laufe jetzt nach genau hier hoch. Und ich habe den Weg... Ich glaube, ich habe den Weg verloren. Das heißt, ich muss so ungefähr eine ungefähre Schätzung reingeben in mein Hirn, wo welche Richtung es ungefähr hingeht. Zum nächsten Heidschnuckenweg. Also ich habe keinen Wegweiser mehr gefunden. Das heißt, ich werde weiter geradeaus und wenn ich da irgendwo einen Weg nach rechts finde, der nach Richtung Hamburg führt, dann laufe ich den nach rechts, weil ich bin hier schon die ganze Zeit hier hochgelaufen und ich habe keinen Bock extra wieder runter zu laufen, um dann nach links zu laufen. Genau, deswegen laufe ich weiter hoch, um dann nach rechts zu laufen. Genau. Genau das war es so. Guck mal, da drüben sind Rehe, die hier rumlaufen. Jawohl, ich habe schon wieder diesen Heidschnuckenweg Wegweiser gefunden, aber der hier ist urinfarbig. Ich weiß zwar nicht, warum der urinfarbig ist, das ist so ein abweichender Weg auf jeden Fall. Aber der führt hier rum und guck mal hier vorne, das sieht aus wie so ein erweiterter Pilz, also das, was hier gewachsen ist. Und der ist voll groß, der ist richtig groß gewachsen, der hier. Und ich habe auch keine Ahnung, ob man das hier essen kann. Da muss man einen richtig stabilen Magen dafür haben. Guck mal, hier vorne führt der Heidschnuckenweg lang und langsam dämmert es. Das heißt, ich bin so langsam auf der Suche nach einem Schlafplatz. Und guck mal, was ich hier gefunden habe. Und zwar hier vorne ist ein Stuhl, wo hier drauf steht: Rast- und Schutzhütte, herzlich willkommen. Und genau da drüben ist das. Ich habe hier vorne schon mal einen Wagen hingestellt. Und genauso wie mein Bier, was ich noch nicht ausgetrunken habe. Hier ist eine Bank. Das sind zwei Bänke und das ist ein Tisch. Und das hier vorne ist diese schöne Schutzhütte.
Mit Sofa, Tisch, Ofen und ein paar Getränke. Hier ist ein Mülleimer. Hier ist eine Kiste mit gekühlten Getränken. Auch sehr schön gemacht. Und ja, genau, hier vorne ist ein Gästebuch. Ich werde mich morgen auf jeden Fall eintragen. Hier vorne sind. Oh, hier sind sogar Kekse. Geil. Und ein paar Schokoriegel. Und ein paar Tassen für Kaffee und sowas. Und hier steht was drauf. Der Spendentopf freut sich über eine Gabe oder sonst gerne eine PayPal-Überweisung an glashofe.web.de. Ich habe mir überlegt, nicht direkt hier in der Schutzhütte zu schlafen, sondern neben der Schutzhütte. Genau, dass ich, wie heißt das Ding? Weil ich will das ja jetzt nicht verbarrikadieren und sowas, sondern genau hier hinter der Schutzhütte. Hier werde ich, denke ich mal, meinen Tarp aufspannen. Ich denke, wenn sich jemand die Mühe macht, eine Schutzhütte zu errichten, inklusive Verpflegung und so weiter, dann wird er bestimmt nichts dagegen haben, wenn ich eine Nacht hier genau neben der Schutzhütte lagern tue. Und genau, wenn ich morgen ausgepennt habe, werde ich was im Gästebuch reinschreiben und was im Spendentopf reintun. Genau, das werde ich machen. Aber jetzt werde ich hier auf den Tisch mit Unterlage was zu essen kochen. So, ich habe gerade meine Essutensilien rausgepackt und ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich hier mein Abendbrot kochen tue, hier auf diesem Tisch. Das ist der letzte Kürbiskernöl, was ich da habe. Und das ist das letzte Öl, was ich insgesamt da habe. Das muss verkocht werden. Ich werde heute schon wieder Thunfisch mit Nudeln machen. Und Zwiebeln und Paprika. Und ein bisschen Soße. Hier ist Schaschlik-Soße und Kuri-Soße drin. Und vielleicht auch ein bisschen Paprikasoße. Also passierte Paprika. Also Paprika, die passiert sind. So, mein Essen ist fertig. Ich werde es jetzt in mir reinmachen. Es schmeckt hammergeil. Das schmeckt richtig geil. Das ist richtig gutes Essen. Ein Empfehlenswertungsessen. Ja, genau. Genau so ein Essen ist das. Ein Essen zum Empfehlen. So, ich habe direkt neben der Schutzhütte mein Tarp aufgebaut und ich habe vorhin die Besitzerin getroffen. Und das scheint okay zu sein, dass ich genau hier pennen kann und dass ich vorhin gekocht habe. Vielen Dank dafür und viele Grüße gehen raus. Und genau, ich werde genau hier pennen. Ich werde hier durchschlafen. Und von daher, gute Nacht bis morgen. Es ist 10 Uhr und der letzte Tag beginnt. Und ich wurde heute Nacht so richtig von Mücken zerstochen. Das war so richtig ekelhaft gewesen. Hier waren so richtig viele Mücken. Die haben mich so richtig zerstochen. Ich musste ganz viel Schlaf nachholen. Erst wo die ersten Sonnenstrahlen kamen, waren die Mücken endlich weg. Das war voll scheiße gewesen. Hier ist dieser Tisch, wo ich gestern gekocht habe. Hier ist diese schöne Schutzhütte. Und genau hier habe ich mich heute niedergelassen. Hier habe ich heute gepennt, direkt neben der Schutzhütte. Das war außer den Mücken cool gewesen. So, währenddessen ich den Kaffee jetzt ziehen lasse, werde ich da jetzt reingehen und da drin, da befindet sich ein Gästebuch und da werde ich jetzt etwas reinschreiben. So, ich habe gerade meinen Gästebucheintrag hingeschrieben mit meinem Kanalname. Ich bin gerade zu faul, um das durchzulesen, deswegen klickt auf Stopp und lest das durch. Und genau, ist auf jeden Fall eine geile Sache. Und ich werde. Genau. Ich werde diese zwei Wegzerrungsbiere mitnehmen. Also ich habe zwar noch ein paar Bier im Wagen drin, aber ich weiß gar nicht, ob die bis zum Ziel reichen. Deswegen nehme ich die hier mit. Und eine Flasche Cola würde ich, denke ich, auch noch mitnehmen. Genau. Ich werde dann die Cola hier reinmachen. Ja, genau. Genau, die drei werde ich mitnehmen. Und ja, zum Frühstück würde ich dann, denke ich, auch noch einen davon naschen. Oder zwei.
Nee, das hier und das hier, genau. Die zwei werde ich dann naschen. Und weil ich das richtig geil finde, werde ich 10 Euro spendieren. Ja, genau. Also 10 Euro packe ich hier in die Spendendose. Weil sowas muss supported werden. Auf jeden Fall. Finde ich genial, sowas. Also ich habe sowas noch nie auf so einem Fernwanderweg gesehen. Deswegen muss das supported werden. Deswegen sind das mir die 10 Euro wert. Und für den Fall, falls ihr das auch noch unterstützen wollt, hier ist die PayPal-Adresse. Genau. Ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ja, draußen in der Natur Koffein zu saufen ist geil, wie immer. Besonders mit sowas. Das kommt richtig gut. Das kommt sehr gut. Wenn ich gleich in Ruhe Koffein gesoffen habe, dann packe ich Sachen ein und gehe weiter. Ich bin ganz gespannt darauf, ob ich heute den Ziel erreiche, aber ich glaube schon. Weil von hier aus sind das, glaube ich, 15 Kilometer, aber das sind die letzten 15 Kilometer, die werden voll anstrengend werden. So wie ich das immer hier in so einer Erinnerung habe. So, ich bin gerade losgelaufen und ich habe gerade meinen ganzen Müll mitgenommen, weil ich wollte das nicht dort lassen. Und den habe ich hier reingeschmissen. Der war direkt nebenan quasi. Nur 100 Meter oder so entfernt. Und ich habe meine leeren Bierflaschen von gestern genau hier hingelegt. Damit das jemand anderes aufsammeln kann. Das ist richtig geil. Ich mag Bierflaschenaufsammler. Guck mal, hier vorne ist ein veralteter Anker. Hier vorne ist so ein veralteter, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Hier ist ein veralteter Traktor. Hier ist auch so ein Vollaltteil, wo ich nicht weiß, was das sein soll. Hier vorne ist ein alter Rad. Hier vorne ist so ein veralteter Umflugding. Hier vorne ist eine veraltete Milchkanne. Hier vorne ist ein veralteter Anker. Hier ist noch so ein veralteter Anker. Bahnhof gefunden. Hier vorne ist eine veraltete Dampflok. Sogar mit veralteter Anhänger vom Dampf, was dieser Dampflok hier zieht. Und hier vorne ist auch noch so eine veraltete Dampflok, das auch so ein veralteter Anhänger zieht. Hier vorne ist noch eine weitere Vollaltlok. Und da oben schwebt auch so eine Vollaltdampflok, aber in ganz klein. Der ist so richtig klein, also dieser Dampflok, dieser regelfarbene Dampflok. Hier vorne ist ein veralteter Baustellenfahrzeug mit Kran. Hier vorne ist eine Holzeule. Hier vorne ist eine Holzstatue. Hier vorne steht ein Holzbär. Hier ist noch eine Holzskulptur mit Kopf. Und hier vorne ist auch noch so eine Holzskulptur. Hier vorne sitzt ein veralteter Boot. Und hier vorne ist ein geschnitztes Holz mit Meeresfrüchten. Ja, genau, die sind da reingeschnitzt. Hier ist sogar ein Flusskrebs und ein Anker, da drüben ein Schiff und noch mehr Sachen. Sogar hier so ein Seemannskopf mit Dreizack dran. Und sogar so ein Vollfettschiff. Fisch heißt das genau. Das ist ein verrosteter, veralteter der Gerät. Hier vorne ist ein veralteter, auch der Gerät. Hier ist ein veralteter LKW. Damit haben Lastkraftwagenfahrer gefahren. Und hier vorne ist schon wieder so ein. Genau, das ist auch so ein Vollalt-LKW. Der sieht so, weiß nicht, wie in der Kriegszeit aus. Hier vorne steht ein Vollaltschiff. Vor 2 Jahren, den Heidschnuckenweg, da konnten wir da oben drauf. Und genau da drüben, da ganz hinten, da ist eine Glocke, da konnte man da klingeln und sowas. Genau, aber das ist jetzt gerade abgesperrt. Ich weiß zwar nicht warum, aber das ist abgesperrt. So, jetzt weiter zugelaufen. Das ist voll anstrengend, den Wagen durch diesen Rasen hier durchzuschieben. Ich bin gespannt drauf, wie lange der genau anstrengend wird. Also ich bin gerade diesen Grasweg hier durchgelaufen mit meinem Wagen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass vor 2 Jahren, wo ich meine alte Sakara hatte, also die zweitbilligste Klappsakara von Hornbach, falls die immer noch die zweitbilligste sein sollte, genau. Wo wir diesen Grasweg gelaufen sind, das war viel anstrengender gewesen als mit meinem jetzigen Wagen. Also mit dieser Vollfettsackkarre. Das war viel einfacher gewesen. Das war richtig geil. Und jetzt bin ich, ja genau, hier ist Asphalt. Oder nee, Steinboden heißt das, ja genau. Und ich habe gekühltes König Pilsener aufgemacht. Geprost. So, ich muss jetzt den schweren Wagen den ganzen Berg hier hochschieben. Das wird so richtig anstrengend sein. Das ist ziemlich steil.
Das war voll anstrengend gewesen, meinen Wagen hier hochzuschieben und das ist da, wie es aussieht. Guck mal, hier vorne ist ein richtiger Miststück an Weg. Hier sind überall Baumwurzeln und sowas. Und das geht die ganze Zeit total hoch. Das wird gleich so richtig beschissen sein, da hochzufahren. Ich bin oben und das war ein richtiger Miststück an Weg gewesen. Und das sieht auf der Kamera weniger steil aus, als wie es eigentlich ist. Leute, das war gerade so ein richtiger Miststück an Weg. Die letzten 2 Kilometer, das meiste habe ich gar nicht gefilmt gehabt. Die ganzen scheiß Wurzeln und dann ging das die ganze Zeit hoch und runter und nochmal hoch und noch viel mehr hoch. Genau, das hat mehr hochgegangen als runter. Das war voll scheiße gewesen, den Wagen da durchzuschieben. Das war ein richtiger Weg mit Schwierigkeit. So, hier ist der nächste Teil von Miststück an Weg. Bloß, dass der runter geht anstatt hoch. Also das sieht man so auf der Kamera nicht, aber das ist steil. Kleine Stärkung. Weil hier vorne ist schon wieder so ein richtiger Miststück an Weg. Das ist total wurzelig und geht die ganze Zeit nach oben hoch. Das ist so richtig scheiße für meinen Wagen. So, ich bin gerade ein Stück dieser Wurzelweg hochgelaufen und dieser Weg, der wird immer beschissener. Hier sind immer mehr Wurzeln und der geht immer höher und höher. Das ist ein Weg mit Schwierigkeit. Ich habe das gerade geschafft, was ich gerade gezeigt habe und es hört immer noch nicht auf. Der Weg wird immer beschissener mit den ganz vielen Wurzeln und sowas. Es geht immer noch nach oben hoch, genau drauf. Ich hoffe, dass wenn ich das hier erreicht habe, dass das dann nicht mehr weiter nach oben hoch geht mit Wurzeln dran. Also ich bin gerade diesen beschissenen Wurzelweg hochgelaufen und jetzt sieht das gut aus da drüben. Das war gerade so ein richtig beschissener Teil gewesen, der mir so richtig viel Zeit gekostet hat und Energie und so weiter. Ich bin total durchgeschwitzt. Ah Leute, ich komme gerade von dort und bis eben gerade war das so ein richtiger beschissener Scheißweg gewesen. Also gut, die letzten paar hundert Meter waren okay, aber jetzt bin ich endlich hier auf so einer Asphaltstraße gelandet. Der Wagen wird sich jetzt so richtig geil leicht anfühlen, den hier durchzuschieben, weil das die letzte Zeit total ein Weg mit Schwierigkeit war. Das war so richtig ekelhaft, da durchzufahren damit. Also nicht ekelhaft, aber das war auf jeden Fall schwerer gewesen als hier drauf. Oh Scheiße, hier geht das so richtig tief und richtig wurzelig runter. Und danach geht das so richtig hoch. Das wirkt als so ein richtiger, das ist ein richtiger Scheißweg gerade jetzt hier. Ich muss da durch. So, ich bin von da unten hier hochgelaufen und das war so richtig anstrengend gewesen. Und ich weiß, dass ich auf diesem restlichen Weg noch mehr so welche anstrengende Wege gibt. Aber das ist auf jeden Fall einer der anstrengendsten, das weiß ich. Also so wie ich das in Erinnerung habe, vielleicht gibt es was Anstrengenderes. Und das ist voll scheiße, dass es langsam dämmert. So, hier vorne geht es wieder steil runter. Und ich weiß doch ganz genau, dass das hier der schwerste Teil von vor 2 Jahren war, hier hochzuklettern irgendwie. Und da drüben geht das wieder hoch. Also es ist so, es fängt gerade an, wieder schwer zu werden. So, ich habe es endlich geschafft, hochzusteigen. Das war richtig anstrengend. Und da hinten ist so ein richtig geiler Sonnenuntergang. Ich glaube, mit meinen eigenen Augen sieht das viel geiler aus als wieder auf der Kamera. Aber genau, da drüben ist so ein richtig geiler Sonnenuntergang heißt das. Jawohl. Und mein Kopf ist schon wieder zu dicht. So, dunkle ist da und noch ungefähr 2 Kilometer und dann bin ich angekommen. Genau, dann habe ich den Heizschnuckenweg durchgemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich heute die Bahn erreiche.
Aber Hauptsache, ich habe heute den Schnuckenweg gemacht. Genau. Abgeschlossen. Erfolgreich. Guck mal, ich bin jetzt in Hamburg-Fischbeck angekommen. Das ist das Ziel. Ich habe mein Ziel erreicht. Das ist Halsschuckenweg-Ziel. Genau. Mit ganz wenigen Abweichungen habe ich das zweite Mal Halsschuckenweg komplett durchlaufen. Das ist richtig geil. Jawohl. Das kann ich jedem empfehlen. Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Ich hab Flatti getroffen, das ist richtig geil. Er begleitet mich bis zum Zugbahnhof und dann fahre ich Zug. Das wird richtig geil sein. Ihr müsst ihn unbedingt die 1000 Abonnenten voll machen. Das ist ganz nur noch wichtig. 28 Stück. Diese 28 Abonnenten, die müsst, genau, ihr müsst ihn um, er macht super, richtig geilen Content. Ihr müsst unbedingt diese 28 Abonnenten voll machen, damit die 1000 drin sind. Das ist mir ganz wichtig. Das liegt mir am Herzen. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und es war so eine richtig geile Vollfettwanderung gewesen mit ganz vielen Tagen und sowas und ganz viel draußen schlafen. Und ich habe hier zwei Pakete vor mir rumliegen. Das hier, das ist ein Amazon, nee, das ist ein Fanpaket und das hier, das ist eine Amazon Wunschlisten Mitbestellung. Und ich werde jetzt beide öffnen. Na, ich sehe schon, ich muss das zensieren. So, ich habe gerade einen vollen Namen aus Datenschutzgründen zensiert und da steht drauf, eingeschenkt von Patrick R. Ein Geschenk für dich, lieber Natururin, damit du immer sicher unterwegs bist. Liebe Grüße aus Lippstadt, NRW, von Patrick R. Patrick, viele Grüße zurück und vielen besten Dank. Ich weiß bereits, was das hier ist, und zwar, das ist eine Erweiterung für meinen Rucksack, beziehungsweise für meinen Wagen. Das hier, das ist mein vollgepackter Tracking-Rucksack, also dieses hier. Und der hier, das hat hier so ein Molle-System. Und das hier, das kann ich dann direkt hier an diesen Schlaufen so verbinden. Damit ich dann so eine Notfalltasche da habe. Also in greifbarer Nähe. Weil ich habe ja sonst immer nur diesen hier und das ist so ein Billigteil. Und da musste ich immer graben und so, weil ich das nirgendwo wo anhängen konnte. Weil das hier abgerissen ist. Genau deswegen habe ich die hier in die Liste reingepackt. Damit ich genau diesen Inhalt von diesen hier da reinpacken kann und noch mehr Sachen. So, ich habe gerade die erste Hilfe-Erweiterung dran gemacht. Und wenn man das aufmacht, da finde ich das richtig geil, dass das so, dass man es so aufmachen kann. Genau, dass man da so viel Sachen reinmachen kann mit Netz und so. Dass das so auseinanderklappbar ist. Das ist voll cool. Das ist eine richtige voll cool Erweiterung. Vielen besten Dank für die Erweiterung. Die wird auf jeden Fall gebraucht, wenn ich da irgendwas ganz schnell rausholen muss oder so. Irgendwie ein Verband oder Pflaster oder Schmerztablette oder Taschentuch oder sonst irgendwas. Oder Pinzette, falls ich wieder eine Zecke am Sack habe oder so. Genau, dafür wird das gebraucht. Service Naturin, heute erreicht dich feinster Premium-Ranz aus dem Herzen der Kurpfalz. Für mehr Bierpower, Alpenwanderung und Geprost. Hoffe, deinen eingewachsenen Fußnägeln geht es wieder besser. Schöne Grüße aus Heidelberg, eh aus HD. Durch meine Zahnlücke passt kein Centstück. Viele Grüße zurück und vielen Dank erneut für den Support. Ich werde gucken, was da drin ist. Ich werde erstmal das Geprost-Paket hier öffnen. Ja genau, hier ist ein Geprost-Paket, hier ein Bierpower-Paket und Alpenwanderung. Ja genau, ich werde erstmal das Geprost hier öffnen. Das sieht voraussichtlich nach Bier aus. Ein Eichbaum, beziehungsweise Eichbaum-Export.
Ein Kurpfalzbräu, helles. Ich werde diesen Kurpfalzbräu jetzt trinken. Gib Prost. Sehr schmackhaft, richtig geil. So, ich werde jetzt, da wo Alpenwanderung draufsteht, ich werde jetzt erstmal das hier auspacken. Und wegen meinen eingewachsenen Zähnen, denen geht es auf jeden Fall viel besser. Das war nur für ein paar Tage, wo das ein bisschen geschmerzt hat. Aber jetzt sind die wieder vollkommen okay. So, ich hab's angezogen. Ich hab's richtig angezogen. Und das fühlt sich voll warm an. Da schwitzt man drunter und so. Genau. Das wird bestimmt für irgendein Projekt verwendet. Ich muss gucken, wann, aber das wird irgendwann verwendet auf jeden Fall. Aber jetzt Thema Alpenbergwanderung, da muss ich noch ein bisschen warten, weil mein Fuß doch nicht zu 100% verheilt ist. Wegen der Italien-Tour, wo ich ganz böse weggeknickt bin. Also ich bin momentan noch nicht trittsicher genug. Aber irgendwann, wenn ich wieder trittsicher genug bin, dann werde ich bestimmt wieder so eine Alpenbergwanderung durchführen. Aber momentan muss ich mich gedulden, genau. Ich bin ein Oktopusgesicht. Jetzt werde ich das Bierpower hier öffnen. Das Bierpower-Paket. Päckchen. EOS HD, ich bedanke mich auf jeden Fall erneut für den kräftigen Support. Die ganzen Bierpowers werden alle noch durchgeführt. Ich grüße Tom Palermo. Ich grüße Frau Dr. Sarah. Ich grüße Fu G. Ich grüße Lana. Ich grüße Cookie Power 16. Ich grüße Edermausmann. Das sind aber ganz viele Bierpower-Grüße, die ich zu machen habe. Ich werde gleich Folgendes machen. Ich werde gleich das zweite Bier öffnen und diesen genießen. Und dann werde ich erstmal die Hälfte von diesen Bierpower-Grüßen machen. Und die zweite Hälfte, die werde ich in eines der kommenden Videos machen, also im nächsten längeren Video. Genau, die werde ich dann da nachholen. Genauso, das mache ich so. Das wird gleich so richtig geil sein, Bierpowers zu machen. Geprost. Das Bier schmeckt auch. Nächster Tag ist angebrochen, weil es ist wieder hell. Und mir ist eine richtig beschissene Scheiße passiert. Ich habe gestern Abend die ganzen Bierpowers gemacht und beim Rüberziehen der Dateien ist mir aufgefallen, dass die ganzen Videodateien kaputt gegangen sind. Oder beziehungsweise die waren kaputt gewesen, genau. Und das ist so richtig beschissen und scheiße, weil Bierpowers, die kosten aber so viel Kraft. Die sind voll anstrengend. Aber ich habe mir die Prostitution selbst ausgesucht. Und ich denke, das liegt daran, weil ich eine alte SD-Karte mit weniger Leistung drin hatte. Weil meine ganzen guten SD-Karten, die sind noch alle voll. Wegen Datensicherung und so weiter. Genau, weil ich so noch so ein paar Projekte drauf habe, die ich noch zu schneiden habe. Genau, wegen Datensicherung sind die noch voll. Deswegen habe ich eine alte reingehauen. Ich habe mir zwischendurch noch überlegt, die ganzen Bierpower-Grüße nicht mehr in dieses Video mit einzubinden. Sondern ich werde in eines der kommenden Videos die ganzen Bierpower-Grüße nachholen. Als separates Video in Verbindung mit einem Mikroabenteuer. Aber das werde ich jetzt nicht als nächstes hochladen, weil ich habe noch einige Videos im Schnitt, sondern das wird in eines der kommenden Videos hochgeladen, genau. Und dann werde ich die ganze Bierpower-Grüße nachholen in diesem Video. Genau das mache ich. Und nochmals, besten Dank für den kräftigen Support. Und macht bei Flatti die 1000 Abonnenten voll. Ich habe ihn unten verlinkt. Und folgt auch Bierjunker. Ich habe sie unten auch verlinkt. Yeah!
dieser Videoserie haben wir unter anderem eine richtig lustige Tour gemacht. Mit Übernachtung am Fluss und unter der Brücke. Und Flatti war auch dabei gewesen. Deswegen schaut euch das auch an. Gebt euch das.